Hallo in die Runde. Jawohl, es gibt mich noch. Ich war zwar eine Woche im Urlaub, gestern war dann erster Punktspieltag im Deutschen Skatverband. Mit anderen Worten, der eine oder andere Termin hat mich in den letzten Tagen davon abgehalten, mit euch über Skat zu philosophieren. Jetzt bin ich aber wieder da und habe als erstes mal ein Spiel aus dem Skat Masters Finale 2015 rausgesucht, eine Skat-Geschichte, die bestens dokumentiert ist. Den Link von diesem Finale packe ich euch gerne mal unten rein. Auf vielfältigen Wunsch muss ich sagen, es scheint euch doch sehr zu interessieren, was mir bei diesem Risikospiel so durch den Kopf gegangen ist. Ich wurde zumindest von den Kommentatoren da über den grünen Klee gelobt, dass ich dieses Spiel ohne 5 mit nur zwei Seitenassen durchgeführt habe. Und das können wir uns ja jetzt mal genau angucken, ob das denn nun wirklich so wild gewesen ist oder wie ich das empfunden habe. Taktisch vielleicht nochmal anzusagen, es war das 24. Spiel, also zwei Drittel der Serie waren gelaufen. Der André, der hinter mir saß, hatte knapp 300 Punkte, war also stark nach hinten abgefallen. Und Frank hatte knapp 100 Punkte mehr. Es war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn man so will, um den Titel. So sah es in dem Moment zumindest aus. Natürlich kann sich sowas dann auch schnell nochmal ändern, wenn so ein teures Spiel verloren geht. Das war meine Ausgangskarte in Mittelhand. Und wie die anderen Karten saßen oder verteilt waren, das konnte ich ja noch nicht wissen. Die Fragestellung ist also, war es denn jetzt hier eine gute Idee, mit diesem Blatt überhaupt 18 zu bieten? Solltest du es tun? Solltest du es lassen? Es ist natürlich schon irgendwo ein wenig grenzwertig, da alle Buben fehlen und auch zwei Asse. Andererseits heißt das, wenn ich dann für 18 rankomme, dann sehe ich doch auch eine sehr gute Chance, dass ich noch entsprechend eine kleine Verstärkung im Skat finde. Und was man ja auch sagen muss, ihr kennt mich inzwischen vom Rocket, 5 volle sehe ich hier. Ass, 10, Ass und noch zwei Zehner. Klar ist von Anfang an der Plan, diese 5 Vollen auch nach Hause zu bringen. Und zwar im Zweifel eben genauso, wie es später im Spielverlauf auch passiert ist, indem ich Kreuz und Karo 10 drücke. Herz, Ass und 10, wenn die laufen, kriege ich da sogar noch eine Dame. Das heißt, 5 Volle und ein Bild schon mal sozusagen reklamiert. Das ist noch nicht die ganze Miete, aber damit bist du dann schon ganz schön weit gekommen. Also ich denke mal, ich werde jederzeit wieder mit diesem Blatt 18 bieten. Wenn dann jemand 18 hält, dann bin ich auch raus. Das ist dann das Alarmsignal, dass erstens die Chancen sinken, dass gut im Skat liegt und gleichzeitig steigt die Gefahr, dass die Karten nicht gut, also die Farben, die Restfarben nicht gleichmäßig verteilt sind. Das wären natürlich zwei Risiken für das Spiel. Nun war es aber mal wieder soweit. Ich war für 18 direkt Besitzer und fand dann im Skat quasi Höchststrafe, also keinerlei Verstärkungskarte. Wobei auch zu Pik König 8 kann man noch sagen, immerhin ist es nicht ein Herz dabei gewesen. Das heißt, die Chance, dass Herz, Ass und 10 läuft, ist weiterhin relativ hoch, da ich nur Ass und 10 habe, quasi den Doppelläufer ohne Fuß, wie es so schön heißt. Also auch das gar nicht so wild, wobei ich logischerweise nach dieser Findung schon leicht ins Schwitzen komme. Ich meine, was ich jetzt drücke, da, das ist für mich sonnenklar, das kann man, glaube ich, auch gar nicht anders machen. Die 20 gehören in den Keller, der Karo ist das stärkste Spiel, den habe ich dann auch getauft. Und ja, jetzt brauche ich eben außer der Herz-Dame, die ich verpflichtend mitbekomme, auf 44 plus das Pik Ass 55 natürlich noch zwei Bilder. Das eine soll klar der Kreuz König sein und dann, wenn es geht, eben die Pik Dame oder wenn es der Kreuz König nicht wird, dann müsste ich vielleicht die Pik 10 erschnibbeln oder das Glück haben, dass ich in Herz beide Bilder bekomme. Also ja, man muss dann einfach mal gucken, wie sich dieses Spiel entwickelt. Und jetzt kann ich einfach schon mal die Gegenkarte aufdecken. Die ist ganz gleichmäßig. Das begünstigt mich natürlich. Das ist natürlich auch das, was ich aufgrund der Reizung erwarte und erhoffe. Das Spiel lief los und Frank eröffnete die Karte mit dem Kreuz Ass. Und damit war das Spiel übrigens jetzt schon gewonnen. Es gibt jetzt keine Chance mehr für die Gegner, dieses Spiel noch zu legen. Mit dem Kreuz Ass macht es Frank mir hier doch ziemlich leicht. Also mit dieser Karte würde ich eher empfehlen, eine Piklusche oder eine Herzlusche aufzuschlagen, um erstmal die Vollen in Hinterhand zu sichern oder zu öffnen, noch nicht alles gleich auf eine Karte zu setzen mit dem Kreuz Ass. Aber gut, das Kreuz Ass wurde gespielt und dann kam auch Kreuz hinterher und nachdem der dann
hier bedient wurde, da wusste ich schon, dass es jetzt doch ziemlich gut für mich aussieht, denn alle Kreuzen sind raus, die sind sehr gleichmäßig verteilt, dann sind meist die anderen Farben auch gleichmäßig verteilt. Ich habe 24 liegen mit Herz, Ass und 10 plus Dame 48, das heißt, ik brauche jetzt nur noch die Pik Dame zu bekommen. Könnte jetzt also auch einfach Trumpf rausspielen. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass die Gegner vielleicht doch irgendwie mal auf die Idee kommen, mit mir zweimal Trumpf zu spielen, ich alle Trümpfe los bin und ich dann in Herz eingespielt werde, letztlich dann mit dem Pik Ass selber antreten muss, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich zwei Luschen bekomme. Ich kann ja noch nicht wissen, dass die Dame hier sitzt und die Luschen zusammen, dass ich die also sowieso bekomme. Deswegen reine Mathematik, sofort hier die 24 Augen, die ich eingeplant habe, in Herz abziehen. Theoretisch kann es ja sogar auch sein, dass die beiden Bilder blank sitzen, dann kann ich nach Herz, Ass und 10 direkt das Pik Ass ziehen. Das ist aber nicht so wahrscheinlich, so kommt es auch nicht. Ich stehe tatsächlich jetzt hier also nach der Herz 10 auf den 48, und jetzt kann ich natürlich mit Trumpf vom Spiel, ich gehe auch hier ganz sauber mit der 9, auf keinen Fall möchte ich nochmal wieder eingespielt werden, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, schon übertrieben spitz, weil wenn ich wieder eingespielt werde, dann nehme ich eben den Trumpf König, also ich hätte hier auch die 7 spielen können. Sei es drum, ich spielte die Lusche, hier wurde überlegt, dann wurde letztlich ja doch das Karo Ass genommen, hier wurde rausgenommen mit dem Karo Buben, und jetzt ist die einzige Karte, die mir eigentlich ja gefährlich werden kann, der siebte Herz, der Herzkönig, aber der wird mir nur dann gefährlich, wenn vorher meine Trümpfe abgezogen werden. Wenn jetzt also noch zwei Trumpfrunden gespielt werden, Lusche nach hinten, dann mit dem Buben wieder nach vorne und dann der Herzkönig, sodass ich nicht mehr stechen kann. Letztendlich in dem Fall wäre es dann auch schon nicht mehr für die anderen gegangen, weil eben die Dame hinten immer noch überbleibt. Es kann nur die Pik 10 gewimmelt werden. Mit anderen Worten, das Spiel war schon gar nicht mehr zu lösen. Ich habe jetzt den nachgespielten Herzkönig nach einer gewissen Überlegung mit der Trumpflusche gestochen. Ist letztendlich egal, ob ich mit der Lusche oder dem König steche. Ja, hinten wurde übergestochen, die Pik 10 sollte natürlich auch nicht blank gespielt werden. Jetzt kam ein Bube, und in dem Moment haben sie es jetzt gar nicht mal so perfekt gespielt. Das Spiel lief jetzt, glaube ich, so, dass Frank vorne untergetaucht ist. Ich musste auch bedienen. Jetzt hätten sie es mal natürlich noch ein bisschen schwerer gemacht, wenn sie erst das Spiel mit dem Buben noch in die Mitte gebracht hätten und dann von hier Pik geöffnet worden wäre. Letztendlich hätte ich auch dann gewonnen, und ich hätte auch gewonnen, wenn wir hier die Karte etwa so verteilt hätten, denn ich weiß ja, dass ich nur noch auf die Pik Dame warten muss. Das heißt, wenn dann, nachdem der Bube jetzt in die Mitte spielt, die Pik Lusche nur kommt, dann hätte ich geschnippelt. Ich hätte also auf jeden Fall mir die Dame geschnappt. Jetzt wurde es ganz einfach für mich, es kam von hier Pik Dame, Pik Lusche. Ja, ihr könnt das in dem Video sehen, ich sage dann sogar so, noch sowas wie, jetzt hätte ich wohl auch die Pik 10 bekommen, wenn ich denn geschnippelt hätte, das war mir relativ klar, aber kein Risiko, es ist ja immer noch möglich, dass einer zwei Buben hat und der anderen die beiden Pik, also warum soll ich ein gewonnenes Spiel nochmal riskieren? Ich habe das Herz Pik Ass natürlich rausgenommen, 62, und dann könnt ihr sehen, wie ich mich richtig im Stuhl zurückfallen lasse, denn das ist natürlich klar. Das Spiel hat gute Chancen, das Spiel wurde jetzt auch leicht gewonnen, es wäre auch super schwer gewesen für die Gegner, aber das weißt du vorher nicht, und so ein Ding ohne 5 in der Situation zu verlieren, das hätte mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass ich das Turnier nicht hätte gewinnen können, und da ging es ja doch um eine ganze Ecke Geld, also 25.000 Euro, das ist natürlich schon eins meiner Lieblingsturniere, und das macht richtig Spaß, wenn du es gewinnst. Fast hätte ich es vergessen, aber jetzt ist es mir doch noch eingefallen. Ich hatte euch doch noch im letzten Skat Stories Video eine kleine Knobelaufgabe mit auf den Weg gegeben, die da lautete, mit welchem Blatt kannst du bei einem Granghand nur in Hinterhand sicher den Schneider ansagen? Das ist eine ganz schön harte Nuss. Wer die also geknackt hat, herzlichen Glückwunsch. Wer es das erste Mal hört oder vergessen hatte, jetzt nochmal die Gelegenheit, Pause zu drücken, dann löse ich auf. Aus meiner Sicht nähert man sich solchen Aufgaben am besten so ein bisschen mit dem Ausschlussverfahren. Wenn hier die Hinterhandposition also das Besondere ist,
dann müsste der Spieler wohl ganz sicher schon mal vier Buben führen. Ansonsten kann er beim Granghand ja mit einem Buben eingespielt werden und ist danach selbst wieder am Spiel. Das heißt, diese Position könnte dann nicht mehr die große Rolle spielen, oder es sind Abstiche draußen. Das Ganze wird also sonst wenig kontrollierbar. Also vier Buben muss der Mann wohl schon mal haben. Oder die Frau natürlich. Und jetzt kommt es zur Beikarte. Zwei Stiche in der Abgabe, sag ich mal. Sonst ist ein Schneider ja auch nicht sicher. Mehr als zwei Stiche dürfen es auf keinen Fall sein. Es müssen genau zwei Stiche sein. Und dann haben wir hier wieder so eine Geschichte mit einmal Ass 10 mit zwei weiteren Karten ohne König, also Doppellusche oder Dame-Lusche, und noch einmal Ass-Lusche. Das sind wieder die zwei Stiche in der Abgabe, so ähnlich wie in dem Granghand-Schneider angesagt, den ich auch im letzten Video schon mal thematisiert hatte. Warum ist der jetzt nur in Hinterhand sicher Schneider angesagt? Die Gegner brauchen mal wieder drei Volle, um aus dem Schneider zu kommen. Es fehlen fünf Volle. Wenn du in Vorhand bist, kann es auf jeden Fall passieren, dass die Gegner rauskommen. Selbst wenn du hier mit Kreuz anfängst und dann 15 Augen eben fallen, dann haben die Gegner noch vier Volle, können also einen Vollen anbieten. Und du kannst es nicht kontrollieren, sie kommen gegebenenfalls aus dem Schneider. Natürlich auch nur, wenn es unglücklich sitzt, aber dann kannst du es nicht verhindern. In Hinterhand dagegen müssten sie jetzt erstmal im ersten Stich zwei Volle auf den Tisch legen, denn ansonsten auf nur einen Vollen kannst du die Karolusche entsorgen. Und wenn da zwei Volle liegen, etwa Pik, Ass und 10, dann kannst du stechen. Jetzt fehlen nur noch drei Volle, und dann hast du wieder die gleiche Geschichte wie in der anderen Schneider angesagt Konstellation. Jetzt gehst du Kreuz, Ass, Kreuz, 10, Kreuz, Lusche vom Stich, nur wenn der zu dritt steht, fällt dann da meinetwegen Herz, Ass, Kreuz, König, 15, und jetzt sind eben nur noch zwei Volle unterwegs, und du kannst die Karo Lusche, du kannst einen Vollen davon kontrollieren, und sie können nur noch 29 Augen bekommen. Nebenweg, wenn Kreuz rauskommt, meinetwegen Kreuz, Lusche, und es wird ein Voller gewimmelt, dann ist auch wieder alles fein, dann nimmst du raus. Wenn du unterbleibst, kannst du natürlich danach eingespielt werden, und hier in Karo fallen noch zwei Volle. Nein, du nimmst dann raus, ziehst den anderen Kreuz, ein Kreuz wieder zurück, Lusche, König, der zweite Volle geht rein, 15, und dann sitzt du aber in Hinterhand, und es fehlen nur noch drei Volle, wovon sie dann wieder zwei auf den Tisch legen müssten, und die würdest du stechen. Also so oder so, dieses Spiel ist in Hinterhand immer sicher Schneider anzusagen. Das soll es dann von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bald mit weiteren spannenden Partien, und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.